Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum neuen Gassi-Video. Okay, lauf! Ich dachte mal, ich nehme euch heute mal so ein bisschen beim Gassi mit. Ihr schaut ja so Videos sehr gerne und habe ich auch schon eine Weile nicht mehr gemacht. Jo. Ich möchte noch was für den Hamstisch flocken und so. Dann dachte ich, komm, mach so einen extra Flock. Dann haben die Hunde ihr eigenes. Die Hamster einen eigenen Flock. Ja, jetzt rutscht mir gerade die Leine runter. Ich zeige es gerade extra nicht, weil es hier gerade leicht zerstört aus. Aber ich glaube, es ist schön, dass ich mir das hier zeige, ne? Und es ist ja so schönes Wetter. Die letzte Zeit hat ja geregnet und alles. Und war immer so, ja, ein bisschen trüb, kalt und so. Gestern früh war es auch voll kalt, aber jetzt ist so richtig schönes Wetter mit Sonne und so. Ich habe gerade nur so eine Jeansjacke an. Jo. Jassi, stopp! Jassi, stopp! Stopp, aber sitz! Jassi, sitz! Super! Bleib! Meine Mama hat mir auch extra hier so ein schönes Halstuch genäht. Sogar hier ist sie ja schon gefriert mit Kuschi. Ich kann es auch umdrehen, hat ein schönes Sterne-Teiler-Tuch, denn ich habe ja für ihn hier diese schöne Halsband anfertigen lassen. Dazu, nein, stopp, sitz, mach sitz, bleib. Und dazu passend hier diese Tauleine hier. Und ja, ich war ein Leckerli-Beutel, aber ich wollte halt auch ein Halstuch, aber dann habe ich es doch nicht gemacht. Und meine Mama hat mir ein richtig schönes genäht. Ja, fein. Bleib, Fuß. Ja, Jassi, Fuß. Stopp und sitz. Ja, Jassi, sitz. Fuß. Ja, sie kann. Wir gehen da lang. Es gibt ja auch dieses Jahr von Tierisch hier diese tollen Adventskalender, wo ich letztes Jahr auch eins hatte. Manche von euch können sich jetzt vielleicht daran erinnern, der eine oder andere hat vielleicht auch einen von euch. Yoshi! Genau, ich muss die dann mal aus diesem Gebüsch rausholen und ein bisschen lauter, aber klar, ansonsten wäre er jagen gegangen. Mich haben zwar schon Leute angeschaut, warum ich jetzt meinen Hund anschreien so und damit noch gefilmt habe, aber gut. Ansonsten wäre er jetzt einfach weggegangen, weil er war schon kurz davor, irgendwie abzuhauen, jagen zu gehen. Ja, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte. Yoshi, da lang. Es gab hier diese voll tollen. Yoshi, nein! Es gab hier diese voll tollen Adventskalender, wo ich wirklich super fand. Die waren zwar ein bisschen teurer als normale, aber da kam man schon wirklich ziemlich schnell über die 50 Euro. Ich kann das auch gar nicht mehr sagen, der gesamte Wert, weil der war schon über 100 Euro. Und ich hätte so gern wieder einen und den gab es irgendwann im September und ich wusste, dass der kommt. Aber ich dachte, das dauert noch. Und dann habe ich auf Tierisch geguckt, auf Instagram, und habe ich gesehen, wo ich dann geguckt habe, einen Tag davor, gab es den noch so, wie es auf Tierisch, und dann sag ich, hey, den gibt es ja gar nicht mehr. Dann habe ich noch einen ganzen Text gelesen, habe gesehen, dass der innerhalb von einem Tag ausverkauft ist. Ah, Leute, innerhalb von einem Tag ist der Kalender ausverkauft. Was ist denn das? Ich wollte auch rein und ihr alle kauft mir einen weg, das ist traurig. Nein, aber ich weiß mal mit wirklichen. Bisschen traurig, dass es keinen mehr gab und ich weiß dann, jeder Instagrammer zeigt dann und der Instagrammer die meisten diesen tollen Kalender und so, ich will auch. Ich will den auch, ja. Und dann habe ich mal tierisch voll viele gesehen, wo den so verlinkt haben. Ich dachte, Mann, ich will den auch. Ich wollte den und dann war es irgendwie zu langsam. Ja, dann habe ich überlegt, was machst du denn jetzt im billigen Fall? Ich nehme es ja nicht. Finde die Leckerlis nicht so gut und so. Und so einen hole ich schon lange nicht mehr. Da komm, hol du vielleicht einen von Fresco. Das sind einfach ein komisch auch ungefähr so viel in dem Wert von den Tierisch kostet. Aber dann dachte ich mir, komm, habe ich auf eine Seite gestoßen. Lässt du dir von Yoshi einfach einen einfertigen. Der kriegt seinen eigenen Adventskalender, aber nur er hat auf ihn angefertigt. Ich habe mir mal überlegt, aber ich fand die Idee immer besser. Da, komm, schreib die fast auch mal an und so. Ja.
Und die hat jetzt, ich kann euch gleich mal ein Bild zeigen, die hat es jetzt soweit fertig gemacht. Und ich bin so wirklich so gespannt. Und der Vorteil ist halt dabei, wir haben uns Hasenohren gewünscht. Wir sind gespannt, ob wir unsere Hasenohren bekommen. Beziehungsweise Yoshi hat sich seine gewünscht, finde ich auch nicht so schlimm. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und die wollte irgendwie Yoshis Rückenumfang, was irgendwie voll komisch ist, den Rückenumfang, aber kein Bauchumfang, kein Halsumfang, gar nichts. Das ist ein bisschen komisch. Aber gut, ich bin gespannt. Ja. Ich muss jetzt mal einen Cut machen. Auf jeden Fall haben wir dann den Vorteil, dass wir keine Plastikspielzeuge dann da drin haben. Yay! Und das war eigentlich auch so ein Grund, warum ich das gemacht habe. Ein anderer, glaube ich, drei dafür Plastikspielzeuge, wo er nicht mag. Und dass jemand, er liebt Stofftiere, am liebsten Quitschi. Und weil Stofftiere auch noch sehr wählerisch, aber da waren halt so tolle Sachen, aber damit hat er halt nicht gespielt. Da waren so zwei Stoffe, die fand er auch nicht so toll. Ja. Das war ein bisschen blöd. Das war auch das Einzige, was mir nicht so gefallen hat. Und das haben wir bei denen halt jetzt nicht. Da haben wir keine ollen Plastikspielzeuge und so. Dieser Kerl ist ja gerade ganz entspannt, deswegen werde ich ihn jetzt einfach mal von der Leine abmachen. Ja, sie kommt. Supi, jetzt, komm. Fein, bleib. Okay. Erstmal schütteln. Hessi, komm, lauf, du bist mir zu nah. Hopp, lauf. Ja, lauf. Komm schon. Okay, Yoshi. Und lauf, hopp. Super. Yoshi, stopp! Yoshi, stopp! Stopp! Okay! Yoshi, stopp! Stopp! Supi! Ja, fein! Okay! Oh Mann, da ist eine Bank, da könntest du super hopp machen, aber das machen wir nicht in deiner Pfote, ja. Ich höre mich auch hier von euch diesen Vlog beenden. Ich hoffe, ich hatte diese Video gefallen, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.